Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es nicht um Achievements oder andere Collectibles, sondern um den Missionstisch hier in Shadowlands. Der eine oder andere tut sich sicher ein wenig schwer, die richtigen Anhänger rauszusuchen für die Missionen, beziehungsweise ist im Allgemeinen ein bisschen mit dem System überfordert. Zum Glück gibt es immer schöne Add-ons und drei Add-ons, die ich mir geholt habe dafür, die mein Leben so ein bisschen erleichtern, will ich euch mal zeigen und mal ein bisschen vorstellen, was die machen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch von euch. Bevor wir jetzt einsteigen, zeige ich euch erstmal, wie die Add-ons heißen. Und zwar, zwei von den Add-ons habe ich mir hier über die Cursed Forge geholt. Da tue ich meine Add-ons updaten, seit der Twitch-Client jetzt nicht mehr will. Und dementsprechend können wir da einmal reinschauen. Und zwar habe ich einmal das Add-on Covenant Mission Success Estimate. Und dann haben wir noch Covenant Mission Helper. Die beiden habe ich. Und als drittes im Bunde habe ich noch ein Add-on, das heißt Venture Plan. Und das gibt es nicht auf der Cursed-Seite, noch nicht, vielleicht kommt es bald. Das habe ich von der Seite, die heißt townlong-yak.com Add-ons Venture Plan. Ihr könnt einfach nach Venture Plan im Internet suchen, dann kommt eigentlich die Seite auch, ne? Und das ist eigentlich so das größte Add-on, das coolste an sich. Und die anderen beiden sind noch so ein bisschen zum Supporten. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und zwar, wenn ich jetzt meinen Missionstisch aufmache. Achso, vielleicht soll ich auch Vollbild machen. Ja. Yeah. So, wenn ich jetzt den Missionstisch aufmache, seht ihr, es sieht hier ein bisschen anders aus. Ich kann hier hoch und runter scrollen und ich sehe meine Mission jetzt ein bisschen anders angezeigt. Ich habe jetzt hier oben so ein paar Anzeigen. Einmal haben wir Adventure Reports, da kann ich mir dann irgendwelche Sachen anzeigen, das ist jetzt aber eher uninteressant. Interessant sind die beiden, und zwar die erste Anzeige, Abenteuerkampagnenfortschritt. Da seht ihr, auf welchem Fortschritt ihr von der Abenteuerkampagne seid. Sonst habt ihr nämlich immer keine Möglichkeit zu sehen, okay, habe ich jetzt schon mit dem Twink 10-mal die Mission hochgeballert oder nur 5-mal, ne? Und warum das relevant ist, über diesen Kampagnenfortschritt, da kriegt ihr nämlich immer Quests, wo auch dieses Symbol mit dabei ist, schaltet ihr neue Missionen frei. Beziehungsweise andere Missionen fallen raus. Zum Beispiel habe ich meinen Fortschritt jetzt so weit hochgeballert, dass ich keine EP-Missionen mehr kriege. Also ich kriege keine Mission, wo ich so extra grüne EP kriege, sondern ich kriege immer nur die Grund-EP von den Missionen, was nicht ganz so gut ist, weil ich einen Haufen lowe Viecher habe, die ich nachziehen will. Jetzt muss ich die halt immer in die hohen, schweren Missionen schicken, da wo die Gegner 14.000 Leben haben und 1.000 reinhauen und ich habe meine Level 8, 9 Mobs, die halt da verrecken. Ne? Die kriegen trotzdem dadurch EP, aber die schicke ich halt ständig in den Tod. Ist nicht optimal. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es vielleicht auch eine Größe, wo man sagt, okay, ist interessant. Dann haben wir natürlich noch das Anima-Reservoir, das ist ja eine Ressource, die wir brauchen für Follower heilen bzw. losschicken. Ich würde nie empfehlen, dass ihr die heilt, weil das einfach viel zu viel kostet, aber dazu vielleicht später nochmal. Genau, das hier ist jetzt Adventure Plan quasi, dieses Add-on, was ihr hier seht. Und wenn wir jetzt einfach mal in eine Mission reingehen, wir haben dann zum Beispiel hier die Möglichkeit Select Adventure, dann sind wir wieder in dem Standard. In dem Standard-Interface. Ja. Und hier ist es jetzt so, dass wir noch zusätzliche Add-ons sehen. Und zwar haben wir hier unten eine Leiste und hier eine Leiste. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie hießen die Sachen. Genau, Covenant Mission Success Estimate, das war die Leiste hier unten. Da können wir uns jetzt einmal auch kurz einen Screenshot anschauen. Das ist das Add-on, was ich jetzt eher nicht mehr so häufig nutze. Da kriegt man nämlich hier unten eine zusätzliche Leiste. Jetzt packen wir einfach mal ein paar Pets rein und er rechnet jetzt einfach hier und sagt, es benötigt so und so viele Runden, dass mein Team die Gegner umhauen und so und so viele Runden, dass das Gegnerteam mein Team umhaut. Ist eine schöne Sache. Hier werden aber nicht Sonderfähigkeiten mit berücksichtigt, soweit ich weiß, sondern es wird einfach nur diese Werte gegen diese Werte gerechnet. Ist eine einfache Sache, dass man auf den ersten Blick schnell sehen kann, wie der Kampf ausgeht. Das ist auch das erste Add-on, was ich in derlei Hinsicht hatte. Ist aber natürlich, dass die Sonderfähigkeiten vor allem von den Helden hier nicht mit berücksichtigt. Eigentlich eine ziemlich schlechte Wahl. Ich habe es jetzt einfach mal noch drauf gelassen, aber nur, dass ihr seht, okay, da hätte man ein Add-on, wo ich mal schnell das vergleichen kann. Eine ähnliche Geschichte, bloß viel, viel erweitert, macht das andere Add-on. Und zwar
das hier Covenant Mission Helper. Das ist nämlich, wenn wir jetzt hier den Screenshot anschauen, hier die Leiste rechts, und das kann ich auch nur empfehlen. Das ist hier die Geschichte. Und zwar seht ihr, das tut jede Runde hier ja wie so ein Log quasi durchspielen und sagt mir dann anhand dieser ganzen Geschichte, ob ein Lose oder einen Win quasi vorausgesagt wird. Und es sagt mir dann auch noch voraus, wie viel EP die Mobs hier verlieren. Wird dann interessanter, wenn ihr Helden drin oder diese Follower drin habt. Die werden wir jetzt nämlich gleich rausholen. Und dann sehen wir, wie viel die nämlich am Ende an HP verlieren, mit wie viel HP die dann rauskommen. Und dann kann man hier auch noch optimizen. Dann werden die Helden auch noch oder die Follower auch noch umgebastelt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Dieses Interface ist wieder Venture-Plan. Ne, wo wir dann hier einige Sachen sehen. Zum Beispiel, was ich hier ganz praktisch finde, ist, dass wir die EP angezeigt bekommen. Warum ist das relevant? Wenn ihr eure Helden einfach nur leveln wollt, ihr habt ein paar lowe Gambler, die ihr einfach nur leveln wollt, und ihr eh schon wisst, okay, ich kriege keine von den Belohnungen, dann schicke ich die auf die Missionen, die am meisten EP bringen. Das ist nicht die Zusatz-EP, sondern es ist die Grund-EP. Selbst wenn ihr die Mission verkackt, also ihr könnt da lauter Level 1er Helden in eine 60er-Mission reinpacken, die kriegen trotzdem alle 1000 EP. Und die EP wird nicht gesplittet durch die einzelnen Anhänger, sondern jeder kriegt die EP. Das ist ganz wichtig zu wissen. So, wir tun jetzt erstmal die Missionen, die ich gemacht habe, hier einmal rausholen. Da war Predicted Win und wir haben auch gewonnen, habt ihr gesehen. Und jetzt kriegt halt wieder jeder seine 400 EP. Klicken wir auf das nächste. Ein paar habe ich, glaube ich, auch in Tod geschickt. Schau, hier haben wir auch wieder gesagt. Er zeigt mir auch an, wie viel HP ich wahrscheinlich verlieren würde. Und das kommt immer auch relativ gut hin, tatsächlich. So, die nehmen wir jetzt auch raus. Dann kann ich es euch ein bisschen besser zeigen. Genau, das war auch Predicted Win und wir haben auch gewonnen. Seht ihr? Passt. Kriegen wir auch wieder ein bisschen EP rein. So, jetzt haben wir nämlich unsere Follower. Jetzt suchen wir uns mal irgendeine Mission aus, die wir eventuell haben wollen. Ne? Ich bin jetzt eher, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir denn zum Beispiel nehmen. Hier nehmen wir mal ein paar Pet Battle Abzeichen zum Dings und sagen wir mal, okay, da packen wir jetzt mal ein paar Helden rein. Ich nehme jetzt einfach mal hier die obere Reihe von meinen guten Helden und jetzt können wir hier sehen, er sagt mir, so wie ich die hier reinschiebe, würden wir gewinnen. Und total Loss, ne, an HP sind 2130. Ne? Also wenn der Kampf vorbei ist, dann haben meine Anhänger 2130 weniger HP. Jetzt können wir hier Optimize machen. Und jetzt schiebt er die so hin, dass ich quasi weniger HP-Loss habe. Wenn ich sie so hinschiebe, dann haben meine Helden am Ende nur 796 HP geloost. Also wahrscheinlich 2-3 sterben, aber die anderen haben noch dann vollere HP. Also so wird es sich halt mehr lohnen. Ich hätte es nie so aufgestellt. Ich hätte halt immer die mit dem meisten HP vorne hin, weil es werden immer eher die vorne links angegriffen. Also die greifen irgendwie, habe ich rausgefunden, immer so an die Helden. Also die in der Ecke sind, kriegen weniger auf die Mütze. Aber er hat hier alles durchgerechnet und so habe ich über 1000 Leben, was ich mir quasi mit den Helden spare und dann vielleicht bei der nächsten Mission dann nicht so kaputte Typen wie ihn hier habe, sondern wieder einen, der Max Life hat und ich auch nicht retzen muss, also hier wieder hochheilen, was ich sowieso nicht empfehlen kann, macht das nicht. Versucht dann eher über solche Addons die sinnig aufzustellen, dass die noch Leben haben. Also dementsprechend, das Addon kann man gebrauchen und auch Venture-Plan kann man auch gebrauchen. Hier das unten, naja, ist ganz nett für den Anfang. Selbiges Venture-Plan hat auch so ein Tool wie das hier. Wenn ihr das auf das Buch hier draufklickt, da kann man dann auch solche Geschichten sehen. Ich finde aber, mit dem Add-on ist es deutlich angenehmer. Also, da kann ich sagen, Covenant Mission Helper, ich muss immer gucken, dass ich die Addons nicht durcheinander bringe, tatsächlich, finde ich da cooler, weil das hier ein bisschen ausführlicher steht, meine Optimize-Funktion hat und mit dem Buch ist eine abgespeckte Version von dem hier zwar in dem einen Addon drin, also wenn man eine Ein-Addon-Lösung haben will, dann holt man sich vielleicht nur Venture Plan. Ne? Ich würde aber die beiden empfehlen, das dritte hier, ob man es unbedingt braucht, ist die Sache. Genau, jetzt kann ich das einfach losschicken. So, jetzt kann ich mir zum Beispiel noch eine Mission aussuchen, die ich vielleicht haben wollen würde. Wahrscheinlich kriege ich die anderen alle nicht hin. Jetzt muss ich mal gucken, hier vielleicht noch die hier, aber jetzt habe ich nicht mehr so hohe Helden. Packen wir die mal rein. Was sagt er? Simulieren, okay. Das wird eher nichts, die sind halt alle ein bisschen zu kaputt. Ne? Und wenn wir jetzt quasi eh keine Mission mehr hinkriegen, die wir unbedingt haben wollen, können wir jetzt hergehen und sagen, okay, die ganzen anderen Sachen sind mir egal, ich gehe jetzt einfach auf EP. Ne? Und jetzt kann ich zum Beispiel hier gucken
okay, wo kriege ich am meisten EP, was wird sich lohnen? Wenn ich jetzt weiß, okay, heute Abend kann ich nochmal losschicken, dann mache ich jetzt vielleicht zwei kurze Missionen oder ich schicke mir jetzt lange los und schaue, dass die maximale EP bringen. Zum Beispiel hier haben wir eine, die 15.500 bringt und hier haben wir auch eine. Und jetzt kann ich einfach sagen, ich will die Helden, hier haben wir ein Totenkopf-Symbol, da schicke ich, das steht oben schon schön dran, Doomed Run. Und zwar schicke ich einfach die 5 lowsten Helden einfach in dem Run los und ich weiß schon, die verkacken, also die werden es auf keinen Fall schaffen, aber sie kriegen halt dann die EP und dann drücke ich hier zweimal drauf und dann sind die jetzt losgeschickt. Also hier unten seht ihr die losgeschickten Missionen, die haben wir jetzt einfach losgeschickt, dann müsst ihr gar nicht mehr die Typen reinziehen, ne? Und das kann ich jetzt halt quasi dann nochmal machen und sagen, hier haben wir auch nochmal eine 11 Stunden, Doppelklick drauf, dann schickt ihr die nächsten 4 los. Ne? Was leider nicht geht, dass man hier irgendwie einen Button hat, dass er automatisch die richtigen Typen auswählt. Also das geht nicht, ihr müsst immer selber eure Typen reinziehen und könnt dann natürlich hier auch die Anhänger so reinziehen, wie ihr das für richtig haltet und es dann optimisieren. Ne? Also ihr könnt natürlich alle möglichen Kombinationen reinziehen, immer wieder mit dem anderen Addon hier optimisieren, das geht. Aber dass ihr jetzt einen Button habt, wie vielleicht bei alten Addons, wo euch dann die Typen reingezogen werden für die optimale Geschichte, das gibt es leider nicht. Ich denke mal, da ist die Berechnung hier, ihr seht, wie lange das runtergeht, auch ein bisschen zu komplex für. Aber wenn ihr wisst, okay, ich will eh keine Belohnung mehr oder ich weiß, meine Anhänger sind einfach zu kacke, die bringen eh nichts, dann einfach hier auf den Totenkopf drauf, zack, dann schickt er die mit den ganzen Graffelhelden los, dann packt er auch keine so Zusatzanhänger rein, weil das kostet dann nur noch extra Mana, wenn es eh verkackt ist, egal, hier nehmen wir einfach nur die EP mit und gut ist. Ich wollte eigentlich noch ein Video machen, wo ich euch sage, haut auf keinen Fall die Abenteuerstufen zu weit hoch, weil ihr dann halt keine EP-Missionen mehr kriegt. Ich werde das Video jetzt nicht machen, weil ihr halt auch die Möglichkeit habt, wenn ihr hier die EP seht, zu sagen, okay, ich habe hier eh eine Mission, die ist so hoch vom Level, dass meine Anhänger sie nicht schaffen, aber ich kriege trotzdem 1500 EP. Und bei den normalen anderen Missionen, wo ihr dann 1200 bekommen habt, plus nochmal 200 von dem anderen, die sind auch 10 Stunden gelaufen, also es bleibt sich gleich, die habt ihr dann halt geschafft, ne? Da waren eure Anhänger danach vielleicht noch am Leben, aber wenn ihr die eh immer nur in den Doom Run reinschickt und einfach nur immer sterben lässt zum Aufleveln, dann sind sie eigentlich eh auch wieder am Leben danach und ja, dann passt es eigentlich auch. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ihr das hier hochboxt ohne Ende. Ihr könnt eure Helden dann trotzdem über die krassen Missionen leveln. Die kosten halt ein bisschen mehr Mana, ne? Also immer wenn das solche krassen Missionen sind, dann zahlt ihr halt 50 Reservoir-Anima. Ich sage immer Mana, aber es ist Anima. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Okay, das waren eigentlich alle Funktionen, die ich euch zeigen wollte. Solltet ihr andere Addons haben, die ihr sagt, hey, das ist viel cooler als das, was du gezeigt hast, schreibt es gerne in die Kommentare, helft der Community, helft mir vielleicht auch zum neue Addons entdecken. Und sonst kann ich euch eigentlich nicht mehr viel mehr zeigen. Ich sage nochmal kurz die Namen. Covenant Mission Helper ist die Leiste an der Seite, wo man auch dann die Helden umbasteln kann und die ganzen Kampftext sieht. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dann, jetzt muss ich nochmal hier Covenant eingeben. Genau, dann Covenant Mission Success Estimates war diese kleine Leiste unten. Die, naja, wahrscheinlich haue ich das Addon bald mal runter. Das bringt nicht wirklich was, um ehrlich zu sein. Kann man machen, braucht man nicht unbedingt. Und das letzte im Bunde war ja hier Venture Plan, das ihr nur auf der externen Seite bekommt. Und ich versuche euch das mal alles zu verlinken. Wahrscheinlich ist es aber bald auch auf Curse zu finden. Okay, das waren soweit die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das nächste Mal gerne wieder reinschalten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.